Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge hier live aus dem Livestream zum Montag From Zero to Hero und das Ganze natürlich mit unserem Lieblingsduellanten, den lieben Milo. Was macht er denn? Ich muss mal ins LU, kannst du mir da verstehen? Strafkammer, Herr Folie, bitte in die Strafkammer, alles bitte stehen und liegen lassen. Und sofort. Extra Channel bitte, weil ich möchte ins LU. Weil das ist ja immer Quatsch, beides zu blockieren. Ja, dann müssen wir, warte, ich zieh uns gleich mal. Ich zieh dich mal mit ihr, ja? Ja, ich zieh uns mal hier hin. Hallo. Ja, hallo. Anderes hat er noch. Moment mal kurz. Wenn du was brauchst oder sowas, dann kannst du dir das gerne leihen. Oh, das geht ja der Tatsache. Huch, das war ein Versehen. Kann das die Strafkammer kurz woanders hin, sonst würde er das LU blockieren, während ihr da rummauschelt. Genau, und das ist ja echt nicht gut. Also Frau Strafkammer, wollen wir es vielleicht so machen, dass wir in Livestream 1 gehen? Ja. Darf ich sie mitnehmen? Ja. Sind Sie heute alleine? Sehr nett. Nein, eigentlich nicht. Das ist es nämlich. Hey, ich sehe uns trotzdem mal, ne? Das war so klar. Hallo, Frau Strafkammer, wie kann ich Ihnen helfen? Sorry, ich bin da auch schon mit rangekommen. Es war kein, also das, ne? Sie wissen, dass das unzulässig ist, was Sie hier gerade tun, ne? Was ist denn unzulässig? Das Gespann hier ist unzulässig. Ja, ich bin ja auch noch nicht gefahren. Ich wollte das gerade umhängen auf dem Feld. Gefahren. Ich hab's doch mitbekommen. Ja, auf dem Feld darf ich so fahren, wie ich möchte, aber ich muss es ja umhängen. Das heißt, der Hänger wird hier abgekuppelt, junge Frau. Dann fahre ich den Hänger da drüben hin auf die Seite und dann hänge ich den Hänger dann wieder einzeln an den Unimog dran und dann fahre ich mit dem einzeln hin und her. Also falls Sie jetzt gedacht haben, Frau Strafkammer, ich würde damit auf die öffentliche Straße fahren, dann nee, also mache ich nicht, Gottes Willen. Und wie Sie sehen, es ist auch alles schläuchemäßig, gucken Sie, es ist auch alles dran, ne? Das interessiert und mich nicht. Können Sie mal bitte meinen Kollegen, der hier gerade fährt, hochholen? Ihren Kollegen, warten Sie mal, wer fährt denn hier? Der Herr, Klotwig Ölbinder, weiß ich nicht. Achso. Ja, wie, wo ist denn der Herr Steffen? Der ist nicht da und Yannick ist heute mal, unser Kapo ist nämlich heute mein LU-Team. Aber der. Mann, ey, was ist denn heute los? Also soll ich den Herrn Ölbinder mal ziehen, ja, oder was? Ja, bitte. Okay, junge Frau, warten Sie. Ja. Guten Tag, Herr Ölbinder, stellt Sie mal ziehen, Sie können ruhig weiterarbeiten. Okay, was brauchen Sie denn? Eine ganz kurze Frage von der Strafkammer. Ist er so mal auf der Straße gefahren? Weiß ich nicht. Habe ich nicht gesehen. Aber Sie sehen ja auch, dass das unzulässig ist. Er möchte gerne den hinteren Anhänger vorne an den MB-Truck und dann das große Gespann hinterher. Falsch. Falsch, das haben Sie gerade falsch verstanden, Frau Strafkammer. Ich habe gesagt, den einen Hänger hänge ich hier ab, den anderen stelle ich da drüber, dann komme ich mit dem MB-Truck hierher, dann hänge ich diesen einen Anhänger einzeln an den Unimog und fahre damit los. So habe ich das ausgedrückt und nicht anders. Bitte ordentlich wiedergeben. Okay. Also so wie das der HV die gerade geschildert hat, ist das zulässig, ja? Ja, und ja, ich sehe Sie nachher hiermit so fahren. Auf keinen Fall, Frau Strafkammer, wie können Sie denn da drauf? Ich eine Strafe. Ja. Ich bin zwar gerade aus dem, ich sag mal, Urlaub wiedergekommen. Ja. Ich bin ein bisschen tiefenentspannt. Ach, gut. Aber wenn ich schon wieder gehört, also das gesehen habe hier. Ja. Na? Haben Sie einen Schock gekriegt, ne? Ja, da muss ich direkt an Sie denken. Das ist unglaublich, kann ich verstehen, ne? Aber es ist schön, dass Sie ab und zu an mich denken. Also fühle ich mich geehrt, ne? Frau Strafkammer, das ist wirklich sehr schön. Aber Frau Strafkammer, ich dachte, das ist so, wenn Ihr Kollege, der Herr Steffen, nicht da ist, können Sie in dem Sinne keine Strafen verteilen. Doch. Sie haben mal gesagt... Können Sie den Ölbinder bitte direkt wieder ins LU packen und mir bitte den Kapo holen? Sie können aber... gut, ich schiebe immer nach unten. Aber Sie können ja... Sie können ja nicht allein... Nee, Frau Strafkammer. Sie können ja nicht einfach nur, weil Sie Frau Strafkammer sind, die Strafen so machen, wie Sie wollen. Warten Sie ganz kurz, bitte. Ich habe gerade kurz Redewasser. Sie hatten ja gesagt, beziehungsweise Ihr Kollege hatte das letzte Mal auch gesagt, dass wenn er allein ist, also das heißt, wenn Sie von der Strafkammer alleine sind, dass Sie da keine Entscheidung fällen dürfen, beziehungsweise Strafen verteilen dürfen, weil Sie da handlungsbefugt irgendwo eingeschränkt sind. Kann ich auch verstehen. Ist auch sachgemäß richtig. Deswegen verstehe ich Ihre Aussage jetzt nicht so ganz. Ja, irgendwann muss ja alles mal hier geregelt werden in dem kleinen Dörflein, ne? Das ist vollkommen richtig. Dann sollten Sie dafür vielleicht, dass Sie die Regelung treffen können, eine Möglichkeit finden, Frau Strafkammer. Habe ich doch gerade. Aber Sie dürfen ja nicht allein entscheiden. Das ist ja wieder dem, was Sie ja gesagt nicht. Haben. Also gibt es quasi für den... Ja? Würden Sie mir bitte einen Gefallen? Ja. Lassen Sie uns beide mal runter ins LU gehen. Okay. Ich würde aber nebenbei dann gerne mal weiterarbeiten, ne? Weil sonst ist das hier ein bisschen... Ja, machen Sie mal. Das halt, ne? Ja, nee, Sie sehen halt wieder gut aus, junge Frau.
Hallo. Ich hab mal hier uns beide runter beordert. So. Herr Foley, der Yannick ist mein zweiter LU. Meine zweite Strafkammer für heute. Ah, okay. Angenehm. Damit Sie das heute wissen. Ebenfalls. Ich darf heute Entscheidungen treffen. Es müssen immer zwei von der Strafkammer da sein. Allerdings haben Sie das offenkundig einen Tag vorher eigentlich angemeldet gehabt, dass das quasi die Vertretung ist? Ja, gucken Sie mal in der Konfi, in Ihr S-Mail-Postfach. Okay, zwei Tage vorher? Ja, das war, war. Gut, wir gucken mal ganz kurz. Nein, das war vorhin. Das ist zwei Tage, Wisst nicht, ob man das so annehmen kann. Ich war zwei Wochen im Urlaub. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Herr Foley, ich möchte dazu bitte einmal sagen, dass es uns nicht anders möglich war, weil wir gerade erst erfahren haben, dass leider Gottes der Zweite in der Strafkammer nicht anwesend sein wird. Ah, okay. Sehr gern, Herr LU-Vorsitzender, finde ich sehr gut die Erklärung. Dankeschön dafür. Ja, haben Sie noch was auf dem Herzen für die Strafkammer? Für die Strafkammer nicht, für den LU-Vorsitzenden. Bei meiner Produktion, Herr LU-Vorsitzender, ging da auch Hafer rein? Ja. Ja, gut. Alles an Korn. Hier, komm mal zu Ihnen. Ist noch was? Nein. Okay. Herr LU-Vorsitzender. Ja, doch. Ja, ich wollte gerade nachfragen. Wo sind wir denn gerade vertan mit den Aufträgen? Nö, ich hätte erstmal eine offene Rechnung von 26.300. Okay, wir laufen auf was, bitte? Alles, was die letzten Tage so angefallen ist. Okay. 26.300. Können Sie es nochmal genau aufschlüsseln, was das alles war? Weil es ist ja schon eine große Rechnung und da wäre es schön. Wären wir einmal beim Grubbern auf Feld 11, dann hätten wir 72 Ballen gepresst. Und wenn wir bei Kalken auf Feld 11 und was hätten wir da noch? 20 Silageballen gepresst nochmal zusätzlich. Dann hatten wir noch auf Feld 11 das Ernten. Mhm. Auf Feld 23 Unkrautspritzen, 22 Unkraut, 11 Unkraut. 7 Kornernten, 35 Kornernten und das müsste es gewesen sein. Ah, okay. Okay. Also bekommen Sie quasi 26,3, haben Sie gesagt, ne? Richtig. Okay. Dann haben wir einen schönen Namen, muss man sagen. Papu. Yeah. Ja. Fällt mir. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. So, 26,3 ist überwiesen. Vielen Dank. Ich hab's so Dank. Ja, immer wieder gern. Sie sind auch wirklich ein phänomenal gut arbeitendes LU. Demzufolge, ich muss leider erstmal weiter, ne? Bis später. Jupp. Ach so, nee, noch nicht. Welche Arbeiten laufen denn jetzt gerade noch? Aktuell läuft auf Feld 13 das Ernten und das auf fertig. Feld. Okay, dann ist das gerade fertig geworden. Okay. Und auf Feld 11 das Ansehen mit Vermehrungsgras. Gut, die anderen Felder sind soweit fertig quasi. Genau, wir hatten ja gesagt, das machen wir Vermehrungsgras. Genau. Wäre es möglich, Feld 23 noch zu kalken? Ist das noch im Bereich des Möglichen? Oder geht das erst... Ach nee, das geht beim Grubbern, ne? Das war ja irgendwie so, oder? Richtig. Ah, alles klar. Gut, dann dann machst du das erstmal, dann bin ich erstmal wieder verschwunden. Ich bin mal bereit, ich werde wahrscheinlich gleich nochmal rufen. Okay, ich kipp das jetzt unten in die Produktionsstätte rein und sagen Sie mir dann wieder Bescheid, wenn es durchgelaufen ist, also fertig zum Abholen. Ja, machen wir. Alles klar, Dankeschön. Jo. So, da ist er wieder. Hallöchen. Wirklich, Stress schon wieder. Unglaublich. So denn? Viel zu tun. Viel zu tun, alles durchplanen. Hast du die Saatgutproduktion eigentlich gekauft? Oder nutzt du die nur? Also ich nutze die, weil es wurde ja so gesagt, dass wir die nutzen können.
Na okay, alles gut. Ja. Also hat er nicht René. Gehört dem LU, er nutzt ihn auch. Genau. Ja, weil das wusste ich nicht, keine Ahnung, habe ich noch nicht nachgeguckt. Und mich fragt er gerade einer, ob du die gekauft oder wo du, warum du die hast, ob du die gekauft hättest. Aha. Deswegen. Wo ist die eigentlich? Ah, schon bei der Info verpasst. Bitte? Wo ist die denn eigentlich beim LU demnach, oder? Ja, die ist direkt beim LU. Wir uns ja kurz. Das wird interessant, Jos. Ja, so. So. Länger schiebt, ist es suboptimal. So, also ich werde mir definitiv jetzt nächste Woche den Knauf bestellen. Den Lenkknauf? Ja, das geht definitiv leichter von deinem. Okay, Seitenkonsole funktioniert auch. Das ist sehr, sehr schön. Das freut ungemein. Hightech oder was? Ja. Dann bist du ja komplett aus... Ach ja, das war richtig dumm. Oh Mann, Hilfe. Ja, ausstattungsmäßig ist es wirklich Komfortzone im LS, könnte man sagen. Jetzt hänge ich eh schon hier. Kann ich es auch so abladen. Was passiert, Milo? Ach, ich habe wieder nicht komplett zu Ende gedacht. Oh, das ist schlecht. Das ist aber nicht so deine Art. Aber dafür lebt das ganz gut hin. Guck mal, also. Das war so geplant, wollte ich sagen. Bandmechaniker. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Aber man soll ja nicht immer gleich das gesamte Pulver verschicken, ne? Das ist halt ganz, ganz tiefenentspannt. So, jetzt mal. Tippen. Oh. Okay. Ah, ich muss mal kurz zum LU. Hallo, Herr LU-Vorsitzender. Kurze Frage. Hatten Sie nicht gesagt letztens, Sie haben so viel geholt, dass da erstmal genug drin ist von den Flüssigkeiten? Oder haben Sie das bloß beiseite gestellt? Warum ist das Ding wieder leer? Ist halt komplett leer. Okay, dann. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Habt ihr einen Überblick, wie viel das verarbeitet hat von der Flüssigkeit, bis das fertig war? Oder eher nicht so? Habe ich jetzt gerade nicht. Das Problem ist wohl, dass es gerade nach dem Neustart des Servers wahrscheinlich leer gegangen ist. Okay. Oder sich geleert hat, weil wir haben ja das Problem, wir müssen den Server starten, drauf joinen, speichern, runtergehen. Ja, ist richtig, genau. Und wieder neu starten, weil die beim ersten Mal halt eben nicht drauf ist. Ich vermute mal, dass sie sich dann komplett geleert hat. Ja gut, können wir erstmal wieder in dem Sinne befüllen und dann mal durchrechnen, was es müssen so um die 13k jetzt von mir drin sein, glaube ich. 13k, ja, noch ein bisschen was. Und dann mal irgendwie vielleicht beobachten, wie viele Liter weggehen bei, was weiß ich, 100 oder 1000 Liter Durchsatz vom Getreide. Ja. Okay, das wäre super. Okay, das war's schon. Dankeschön. Ja, hallo, liebe Frau Strafkammer. Sie wissen, also ich weiß jetzt, dass Sie mit dem Gespann, worauf ich Sie vorhin aufmerksam gemacht habe, dass es unzulässig ist, dass Sie damit vom Händler bis zum Feld gefahren sind, auf öffentlicher Straße, ne? Warum ist das unzulässig, wenn ich, so wie Sie sagen, gefahren wäre? Weil dieses Gespann, Sie hätten den Kleinen vorne anhängen können oder einzeln fahren können am besten. Aber das erklärt nicht, warum das Ihrer Meinung nach unzulässig ist, Frau Strafkammer. Das ist das Gesetz. Das ist das Gesetz, jetzt. Ja. Können Sie mir das Paragraph bitte raussuchen zum Nachlesen? Geben Sie mir jetzt 30 Minuten, dann bin ich da. Können Sie mir auch nachweisen, dass mein Gespann länger ist als 18,75 Meter? Wenn ich mich da kurz einschalten darf. Ich muss mir mal eben was holen. Frau Strafkammer, darf ich mich kurz dazu einschalten? Sie ist gerade weg. Ja. Aber wenn Sie, ja gut. Der stellvertretende Herr Strafkammer ist ja da. Ja. Frau Strafkammer hatte vor uns ausgeführt, Sie dürfen ja alleine Entscheidungen treffen. Ja, ja. Weiß nicht, ob der Kollege jetzt das Redekissen von Ihnen bekommt oder eher nicht. Ja, kriegt er. Ah, okay. Er darf sich einklinken. Hier. Ja, die Sache mit dem
Tandem und dem Drehschemelanhänger, wenn man die zusammenhängt, hat nichts mit der Gesamtlänge zu tun, sondern mit dem Gewicht der Achse vom Traktor, was da zulässig ist. Okay, ich fahre aber Unimog. Ja, ist auch ein Nutzfahrzeug in der Landwirtschaft, wird bestimmt auch als Landmaschine eingetragen sein, vermute ich mal bei Ihnen. Als LKW. Ja, da muss ich mich nochmal belesen. Als LKW mit Nutzung für landwirtschaftliche Erzeugnisse. Ja. Oh. Es ist allerdings so, ich muss ganz... mal eine Vorführung des Unimox beim LU, um zu sehen, ob ein grünes Kennzeichen dran ist. Sie können sich das sehr gern bei mir beim Hof anschauen. Weil ich jetzt, sonst werde ich ja aufgrund dessen benachteiligt, weil ich dann ja bei Ihnen stehen muss und warten muss. Und da geht es mir persönlich Arbeitszeit verloren und boah, hier suboptimal. Du kennst doch, dass du dein Fahrzeug auch dann vorführen müssen, ne? Aber das LU ist ja keine Zulassungsbehörde. Man muss ja sein Fahrzeug nur bei der Zulassungsbehörde vorführen. Und es wurde ja so noch nicht deklariert, beziehungsweise so steht nirgendwo irgendwo beim LU geschrieben, dass es als Zulassungsbehörde gilt. Und ja. Von daher, guten Tag. Guten Tag. Können Sie was erkennen? Hm. Ja, dann sprechen Sie sich aus. Das Kennzeichen ist schwarz. Ja. Mal bitte anhalten. Frau Strafkammer, warum? Ja. Bin mitten in der Ernte. Und ich mitten in meinem Job. Hier? Also ich bin gleich oben einzutreffen beim Hof. Ich hab's ja gerade erklärt. Das wäre ja Benachteiligung für mich, wenn ich jetzt aufgrund dessen anhalten muss und widerstehen muss. Geht mir ja Arbeitszeit verloren. Fühl ich mich sehr benachteiligt. Soll ich vielleicht nochmal gehen? Und Sie rufen mich dann nochmal, Frau Strafkammer. Bitte. Ja. Okay. Kann mich jemand hochschieben, Dietmar? Hm. Okay. Ich habe einen extra Verteiler dafür geholt. Für was? Ach so, fürs. Ja, ich verstehe. Für hier, für Silo. Ja, mach nur, Michael. Stört mich ja nicht. Mach nichts in Twitch. Streamer. Mach ich nichts in den Einstellungen. Also, mach, wie du denkst. Da. Oh. Bitte was? Nee, also wenn du LU musst, dann kannst du gerne LU gehen. Nee, gerade nicht. Also manchmal bin ich echt begeistert von den Leuten. Genau, Fendt-Mechaniker, genau so ist es. Genau ja, so geil, ist es. Geil, geil, das ist nicht dein Ernst, extra. So. Was denn? Das ist so ein Träumer. Was denn? Warum steht denn die Schafkammer vor meinem Schafstall? Hm? Hast du ein bisschen rumgeweint, dass meine Tiere angeblich dreckig sind? Bitte? Ich will eigentlich gar keine Antwort darauf. Nee, also ohne Flachs. Da wasche ich hoch und heilig, schwöre ich auf meine Tochter und du weißt, dass sie mir heilig ist. Da habe ich nichts dergleichen gesagt jetzt. Na dann. So, das habe ich wirklich. Ich war doch richtig hier. Hier wollte ich hin. Prima. Da könnte man glatt sagen. Da könnte man glatt sagen, die Bäume könnten mal gefällt werden. Ich kaufe mir mal eine Kleinigkeit. Ja, was möchtest du denn kaufen? Also nur, wenn du es sagen möchtest. Möchtest du nicht sagen? Ja. Michi, servus und hallo, Grüße, schön, dass du da bist. Das ist ein kriegsentscheidendes Tool, was mir am Ende den entscheidenden Vorteil bringen könnte. Ah, okay. Sowas. Sowas.
kriegsentscheidendes Tool. Ich wusste gar nicht, dass du im Krieg bist. Mit dir? Bist du mit mir im Krieg? Naja, vielleicht überschwänglich formuliert. Unglaublich. Aber Manu, soll ich dir was sagen? Ja. Ist schon wieder zu weit. Ist schon wieder zu weit. Ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Deswegen, meine lieben Liebenden, wenn es euch gefallen hat, lasst da gerne das Däumchen da. Der liebe Milo steht unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr gerne vorbeischauen und natürlich ein Däumchen da lassen und mir sagen, was so vor sich ging beim lieben Milo. Und ja, wir sagen erstmal Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal.